Da sind wir im Herzen von der Stadionbrache Hartturm. Und der, der schaut, dass das Herz weiterschlägt, das ist der Lolo de Valier. Sali Lolo. Sali. Kannst du mal etwas erzählen darüber, wie das überhaupt entstanden ist, das Projekt hier, bitte? Also, schau, es ist so. Da ist ein Hartturmstadion gestanden, da hinten. Und dann haben sie es auch unerklärlich begründet abgerissen. Wahrscheinlich kann man das schon erklären, wenn man ein paar Grafen führen nimmt. Und dann ist der Platz fast 4 Jahre, einfach 3,5 Hektare, ist einfach fast 4 Jahre leer gewesen. Gar nicht da hinten gewesen? Abgezäunt. Und wir haben es mal ein bisschen als Lager gebraucht, aber es ist einfach 3,5 Hektare umgebraucht, eigentlich völlig. Und dann hat sich da eine Wohnbaugenossenschaft Kraftwerk 1. Und dort haben sich ein paar Leute zusammengetan, aufgrund von einem Traum von einer, wo das träumt, dass man da das Gelände für Kinder öffnen können und dass man das kann brauchen kann, oder? Zumindest in der Stadt. Und dann hat sich ein Verein gegründet und die haben den Verein Stadionbrache und die haben ein Konzept ausgearbeitet und sind dann auf die städtische Behörde zu, also auf die Liegenschaftsverwaltung, es gehört der Liegenschaftsverwaltung. Die haben das können abkaufen von der CS mit so ein bisschen komischen Vertragsklausel, dass sie bis 2035 ein Stadion bauen müssen. Die aber, müssen eins bauen, ja, bist du, okay. Eben, das ist so ein Stammtischabmachung wahrscheinlich. Ja. Und dann hat man mit ganz einfachen Nutzungsregeln hat man das Gelände einfach mal geöffnet. Ohne irgendeine Idee, was konkret da soll passieren, sondern es ist nur darum gegangen, eigentlich das Gelände zu öffnen, der Öffentlichkeit. Und man hat dann, die Grundregeln sind, es ist kein motorisierter Verkehr, es hat keine Abfallwirtschaft, also man nimmt so viel Abfall oder mehr mit, als das man bringt, weil dann funktioniert es, oder? Wir haben in dem Sinne nicht keinen Strom, wir haben jetzt eine Solarversorgung für das Nötigste, was es braucht, oder? Und was gibt es noch? Eben Wasser haben wir auch nicht direkt da auf dem Platz und das muss man auch holen, beim Hahn und so, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Und Öffnungszeiten immer, 24 Stunden? 24 Stunden offen. Okay. Das ist immer öffentlich zugänglich. Und nachher ist aber ziemlich bald, dann ist das geöffnet gewesen, und dann ziemlich bald sind Interessengemeinschaften entstanden oder Vereine, wie eben als erstes eigentlich Skater. Und die haben dann ihren Pool gebaut, oder? Die haben das alles selber gebaut. Also alles, was man da sieht, ist aus dem Bedürfnis raus von den Leuten, die es nutzen, auch selber entstanden. Also es ist nichts angestellt worden. Und die pflegen die Anlage auch selber? Genau, es wird einfach alles auch unterhalten. Und nachher, ziemlich bald, ist Proto Loco gekommen. Proto Loco ist wie aus Orto Loco raus entstanden. Und Orto Loco ist eine Gemüsekooperative von Zürich. So genossenschaftliche Gemüsekooperative, die inzwischen 500 Leute mit Gemüse versorgt. Und die haben gefunden, wir wollen auch Brot selber machen. Oder? Und haben dann zuerst mal den kleinen Ofen gebaut und das Hütchen. Und haben dann von Brot gebacken mit irgendwie 15 Abonnenten. Und dann kam irgendwann mehr Abonnenten. Und dann Abonnenten? Für was denn? Für das Brot. Also ah, für das Brot. Einmal okay. In der Woche wird Brot, wird teiget und dann Brot gemacht. Ah, okay. Also am Donnerstagabend wird teiget und dann geht der Teig auf über die Nacht und am anderen Morgen tut man backen. Und das sind jedes Mal andere Leute, die sich einfach immer Dudel absprechen. Aber es gibt nicht einen fixen Plan. Also die einen backen extrem viel und die anderen fast nicht. Und dann hat man einfach einen, wie sagt man dem, so einen Beitrag. Also pro Brot zahlt man natürlich. Mhm. Und noch so einen Genossenschaftsbeitrag. Und das ist, aber eben, man muss wie in dem Verein rein sein, oder? Wir verkaufen kein Brot in ja. Dem Sinn. Ja. Und dann ist vor 3 Jahren dann der Stadion Garten entstanden. Das ist einfach, wie soll ich sagen, wie ein offener Schrebergarten. Also da haben die Leute aus ganz Zürich haben da von 1 bis ca. 10 Quadratmeter kleine Gärtchen. Und tun da zusammen Gärtner und das ist auch ein Verein, ja. wo das ins Leben gerufen hat. Und dann ist noch der Boulderwürfel entstanden, das sind Kletterer oder Boulderer, die dann gefunden haben, wir wollen zusammen so eine Möglichkeit schaffen und haben den Würfel zusammen gebaut und dann aufgestellt und tun den bewirtschaften. Was hast du für eine Funktion da? Und ich bin vor 2 Jahren sozusagen da
auftaucht mit der Idee, dass ich da will, Gärtner einfach so wie ich am im Gartenverein einfach mit der damaligen Freundin ich will gärtnern. Und nachher habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich da viel mehr zu tun habe, also dass ich da einfach eine Aufgabe habe. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Und dann habe ich vorletztes Jahr dann im Sommer da in den Garten betreut, mit anderen zusammen, bin dann eigentlich ausgewandert, wollte bauen, das hat dann aber nicht geklappt und bin dann wieder da angekommen und wahrscheinlich hat das müssen so sein und bin jetzt eigentlich seit dem letzten April da fix angestellt vom Mutterverein, also der Trägerverein sozusagen, einfach als Brachenpfleger. Also das Brachenpfleger, ist ja, das ist wie ein, es geht von einfach, wie soll ich sagen, einfach alles, ich schaue einfach, welche Zähle von da. Ich schaue, dass das Zeug im Schuss ist, die Leute willkommen heissen, es ist vor allem viel informativ. Ich sage immer, ich bin so wie eine wandelnde Infosäule. Genau, ja. Klick mich an, ich sag dir was. Genau, genau. Okay. Und du mähen alles, wird alles von Hand gemäht mit den Sensen. Wir haben fast keine Maschine, jetzt ausnahmsweise Motorsäge mit dem vielen Holz. Und ja, dann muss ich wieder mit der Polizei telefonieren, dann muss ich wieder Sammy Klaus spielen, also muss, weg. Ja. und im Garten betreuen mit ganz vielen anderen, oder? Aber ich bin wie einfach so ein bisschen die personelle Konstanz da. Und ich bin echt immer da. Und wie soll ich sagen, Brache ist mein Leben. Also alles andere ist nebensächlich in meinem Leben. Das ist ein nomadischer Gärtnerberuf sozusagen, oder? Das ist ja immer ein bisschen alles auf die Zeit wahrscheinlich. Das, in eben, Brachen, oder? Das weiss man jetzt nicht, oder? Ja, gut, also, 2035 hast du gesagt, geht weiter. Ja gut, also... Definitiv. ich schaffe persönlich sowieso so, als wäre es für die Ewigkeit, weil ich mache nicht, ich versuche nicht eine physische Quantität oder Effizienz zu erreichen, sondern das alles, was ich mache, will ich richtig machen und wirklich überlegt. Und möglichst auf einer natürlichen Ebene. Und eigentlich zählt die Erfahrung und nicht, weißt, nicht was dann gibt, quantitativ oder sozusagen. Das ist eigentlich wichtig. Da verführst du noch Reinutria, hä? Das ist, invasive Pflanzen. Genau, also das ist das eben. Es ist ja so, immer wieder die Frage, haben Sie ein Problem mit Neophyten? Da ist es umgekehrt, da haben Neophyten mit mir ein Problem, weil ich sie brauche. Ja, oder? Genau. Und ich, das ist eine super Sache, die machen ihre Arbeit und ich kann es brauchen. Und jetzt machen wir dann da mal einen Kaffee und zwar auf dem Pyrolyseofen. Das ist eine Art Holzvergaser, oder was? Okay. Ja, doch, vom Grossvater her, noch, wo er seinen Traktor mit dem betrieben hat, während dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es den Traktor? Nein, leider nicht mehr. Ich sag dir, das Pyrolyse ist eine Schlüsseltechnologie. Das ist einfach so. Ja. Also unter anderem, das ist die effizienteste Holznutzung neben der bakteriellen Nutzung. Also wenn man jetzt noch einen Biomeiler würde machen, oder? Und ja. Und so passiert da ganz viel. Da gibt es ganz viele kleine Interessengemeinschaften. Und es gibt zum Beispiel einen Mittagstisch, das machen wir jetzt seit einem Jahr. Es sind einfach ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben und da jeden Montag am Mittag kochen. Und ab dem 12. gibt es Futter und es hat so lange, dass es hat. Man zahlt einfach einen kleinen Unkostenbeitrag, den man aber selber wählt. Also, das ist auch etwas, das gibt auf der Brache keine fixe Preise zum Beispiel. Und das, ja, man sagt auf der Brache einander Ahoi und das gilt eigentlich das Du als. Also man sagt einander Du, das ist wie normal. Und es wird halt genutzt von allen, die da rundherum sind, für Kinder. Und das sind jede Woche ist dann ein Kindergeburtstag oder ein Geburtstagsfest. Man kann ja die öffnen und alles. Eigentlich nutzen. Das Einzige, was man muss zahlen in dem Sinn, aber auch selber bestimmt, wie viel, ist das Holz, das wir kaufen im Moment noch von Grünstadt Zürich, einfach das Brennholz, weil man anständig das Brennholz braucht, oder? Also. Und wenn man natürlich, ja, weil ich eigentlich mit versuche, möglichst viel Biomasse in die Brache zu bringen, weil einfach, ja, um den Humus aufzubauen, um Vielfalt zu schaffen, dass es wuselt und ja, das Viecher hat und Pilz.
Ja, Pilz ist ja ein Stichwort, oder? Ja. Gibt es dann einen bestimmten Grund, warum du Pilz anpflanzen da? Also nicht unbedingt. Ich finde das einfach eine tolle Sache, Pilz. Das kann man sehr extensiv bewirtschaften. Ich finde das vor allem interessant. Ich finde grundsätzlich, was Holz oder Bäume oder so anbelangt, neben schaffe ich ja eigentlich kaskadisch. Und es macht eigentlich keinen Sinn, dicke Bäume, also ich sage auch mal, ein dicker Baum, einen alten dicken Baum lässt man am gescheitsten stehen, dann macht er die beste Aufgabe. Nachher, wenn man ihn fällt, wenn man ihn dann als ganzen Baum gerade brauchen kann, das ist ideal. Den Ast kann man dann die kann man brauchen, mit wenig Energieaufwand kann man die schneiden und dann zum Beispiel ausgasen oder kann Asthäufen machen für Igel oder so. Das Laub kann man sowieso kompostieren, das feine Material auch. Und das macht den Baum möglichst der Größe entsprechend energieeffizient nutzt. Und dann haben sie hier einen Hektar gerodet. Hier auch am Sportweg, weil da kommen so zwei Bauetappen. Und dann habe ich gesagt, sie sollen es hier überführen. Haben wir überlegt, ja, das Holz, das schießt mir jetzt an, die Spalten machen und energieaufwendig da Brennholz aufbereiten. In dem Sinne konventionelles Brennholz. Und ich habe schon einen kleinen Pilzgarten angelegt, da können wir dann nachher schauen. Und ja, haben dann gefunden, ja, Pilz, das ist ja völlig logisch, also ein Pilz, das ist ja gar keine Frage mehr, oder? Also, es ist eine nachhaltige Nutzung vom, oder wie soll ich sagen, ja, ich kann das Holz halt brauchen. Und ich denke, da in der Stadt, vor allem die Kinder und so, die Leute sind, sprechen extrem an auf, die natürliche, auf das Natürliche, oder? Es ist zum Teil natürlich auch Lifestyle und so, aber das zeigt sich da ziemlich schnell, ob es das ist oder nicht. Gibt es Bodenuntersuchungen schon? Von ja. Da, weil das eines der Probleme im Urban-Urban Farming ist ja sicher die Qualität des Bodens. Das ist so. Also es ist so, da wo wir jetzt sind, waren ja Trainingsrassen gewesen. Was sind da gewesen? Trainingsrassen, von Fußball-Trainingsrassen, vom Stadion. Mhm. Und die haben, das ist einfach 30 cm Sandsubstrat, das ist 80% Sand. Ja. Und das ist natürlich 20 oder 30 Jahre jetzt ja, düngt, also x-mal düngt, gemäht, vertikutiert und halt hochverdichtet vom Fußballspielen. Und man hat da Proben gemacht, schon ein paar verschiedene Proben in verschiedenen Tiefen. Und die sind alle unbedenklich, also alle Werte sind unter dem Maximalwert. Jetzt rein so von diesen Belastungen, Schwermetall und Zeug und Sachen. Auch offiziell gilt der Boden da immer noch als sogenannt verdächtig oder Verdacht. Also, aber das sind die offiziellen Geschichten. Also, und ja, also die Rüebli kommen super und Herdöpfel in diesem Boden. Und ich glaube, jetzt hat er sich. Oder jetzt ist das. Jetzt gab es seit 6 Jahren nicht mehr gebraucht, das Trainingsrasen. Und inzwischen hat sich die Natur sehr können erholen, weil man einfach wirklich keine Biomasse rausgeführt hat, weil sich der Humus hat können aufbauen, das ganze Bodenleben hat sich können entwickeln. Hat es da jetzt Würm und so im Boden? Ja, jetzt, und so? Okay. Also da im Sand ist es nicht so, aber dort, vor allem an den Rändern und dort, wo viel Laub ankommt. Und vor allem wenn dort, wo ich kompostiere. Und ich habe das Gefühl, überall, wo ich war, sind die Würmer. Okay. Wegen deinen Schuhen wahrscheinlich. Nein, das will ich anrühren, überall. Ja, genau. Also, ich tue im Herbst das Laub zusammen von der Straße in der Umgebung, wenn es sauber ist. Und führe einfach alles rein, oder? So, was machst du nicht da? Jetzt hast du das mal da eingefüllt. Genau, jetzt habe ich da Schnitzel eingefüllt. Da kann man aber auch trockenes Brot ausgasen oder Zitrusfrüchte, was sehr viel Sinn macht. Zitrusfrüchte? Ja, ich kann sie trocknen in der Resthitze von der Öfen. Ja. Rühre Haras, wie Zitrusfrüchte rein. Und nachher trocknet man sie. Und nachher kann ich damit Kaffee kochen. Und nachher habe ich eine wertvolle Aktivkohle, die ich eben nachher auf dem Kompost brauchen kann. Also, das ist eben eigentlich schon recht sinnvoll. Jetzt schau, das ist jetzt so verkohlt. Also das ist jetzt Aktivkohle, also Holzkohle, aber aus Zitrusfrüchten, oder? Und das ist nachher wertvoll im Boden. Es gibt dann eben die Therapreta,
irgendwo all davor schnurren, aber keiner weiss, wie es geht. Wie heisst das? Terra Preta. Ja, keine. Sagt er nicht? Nein, mir nicht, nein. Das aber ist, also Terra Preta heisst schwarze Erde. Das ist, man hat ja im Amazonasgebiet hat man ja riesige Flächen gefunden von kultiviertem Boden. Und im Amazonasgebiet ist eigentlich der Humus sehr dünn. Genau. Also wird sofort immer mineralisiert. Es ist ständige und vor allem Symbiose und so ist dort das Thema, dass die Pflanze überhaupt wächst. Und wenn nichts mehr ist, dann geht es ein paar Jahre und dann ist Wüste. Ja. Oder vor allem, genau, wenn man dann noch intensiv kultiviert. Und die Leute, die dort gelebt haben vor 3-4'000 Jahren, die haben herausgefunden, dass man eben den Humus aufbauen kann, indem dass man eben unter anderem milchsäuregärig macht. Also so kompostiert, also zuerst eigentlich Biomasse fermentiert in einer Milchsäuregärung und dann vererdet, und zwar eben mit Aktivkohle unter anderem. Und das gibt stabilen Humus. Oder? Okay. Also es geht eigentlich darum, dass den Dauerhumus, den Dauerhumus aufzubauen, womit der Nährhumus einfach auch immer kann versorgt werden, oder? Und es ist wie eine Speicherung von Nährstoffen, genau, in der Kohle. Weil die Kohle hat eine riesige Oberfläche und ganz viele Hohlräume und sie ist stabil. Über, was heißt die? Das wird wahrscheinlich 500 bis 1000 Jahre stabil sein. Ja, das weiss man ja von der steinzeitlichen, genau, Grabungen her, wo man sogar verkohlte Brot noch findet. Genau. Jährige. Und das ist natürlich toll, oder? Da können sich die ganzen Bodenorganismen können sich langfristig einnisten, ja, und können den Nährstoff speichern und vor allem Wasser. Also das ist bei der Kohle sehr interessant. Gut, bin ich gespannt, wie das läuft. Da. Dem muss man einfach gut anführen bei dem Pyrolysenofen. Nachher funktioniert das tiptop. Und es ist natürlich hocheffizient, oder? Das ist das Tolle. Das zündet schon also oben an und brennt, ja, nach oben, genau, oder was? Genau. Also es gast eigentlich gegen oben aus, mhm, sozusagen. Oder wenn man jetzt das Material hat und von dem sagt, das ist 100%. Mhm. Energie, sozusagen. Dann hole ich mit dem Ofen 75% in thermischer Form raus. Also es ist hocheffizient. Und die restlichen 25% sind gebunden nachher in der Aktivkohle. Mhm. Und ich theoretisch wieder könnte verbrennen, natürlich. Das ist ja auch Kohlenstoff. Ja. Genau, also ich kann nachher grillieren damit. Ja. Aber es macht natürlich mehr Sinn, das langfristig im Boden einzulagern. Das heisst, es ist ohne zu, das Teil. Ja, also ich kann es schon erklären. Es ist so, das ist die Brennkammer, genau, ja, der Innenteil, und den kann ich regulieren. Da kann ich eigentlich Primärluft, die direkt, ja, in die Brennkammer, genau, geht, kann ich da regulieren. In der Mitte hat es Sekundärluft, die aufsteigt auf eine Grundversorgung. Und in der Zwischenwand steigt auch Sekundärluft auf, wo ich mittels diesen zwei Lochringen, die ich übereinander verdrehen kann, auch regulieren kann. Und anhand von dem Loch, das ist das Kontrollloch, sehe ich, wie viel Sauerstoff, dass ich ins wie viel Sauerstoff, dass ich ins Gas eigentlich eingebe. Okay. Es geht ja darum, Sauerstoff-Gas-Gemisch zu machen. Ja. Oder? Und sobald es genug Hitze hat, kann ich eigentlich primär Luft drosseln, möglichst in der Brennkammer den Sauerstoff wegnehmen. Das ist ja eigentlich die Idee von der Verkohlung. Man tut unter Luftabschluss oder kontrollierter Luftzufuhr das Holz erhitzen. Ja. Und dann gibt es eine Verkoksung vom Material. Genau. Das ist das Grundprinzip von der Pyrolyse. Und das ist halt ein sehr ausgeklügelt gebaut, sehr einfach eigentlich. Und halt so, dass man eben das Gas nachher verbrennt. Und das ist jetzt eine sogenannte direkte Pyrolyse. Und dann gibt es noch eine indirekte Pyrolyse, wo man das Gas dann nicht verbrennt, sondern kühlt, filtert und nachher einen normalen Verbrennungsmotor einspeisen kann. Oder? Ja. Also das. Super. Machen wir da mal kurz Filmpause. Ich könnte hier wahrscheinlich in 2 Tagen Kamera vollschnurren. Genau. Das ist ja toll, also.